Hallo ihr besten Menschen der Welt, Zeit für eine neue Folge In Week. Diese Woche unter anderem mit Resident Evil, Destiny und Super Smash Bros. Letztes Jahr war es Grand Theft Auto 5, dieses Jahr Destiny. Bungies Rollenspiel-Shooter ist das Spektakel des Jahres und dürfte bei den meisten von euch auf Dauerrotation laufen. Tja, und wie es sich für ein viel diskutiertes Spiel wie Destiny gehört, konnte der Titel schon einen Tag nach Release einen begehrenswerten Rekord knacken. Bereits am ersten Tag spielte Destiny über 500 Millionen US-Dollar ein. Damit ist der Shooter laut Activision die erfolgreichste neue IP aller Zeiten. Auch wir konnten uns Destiny nicht entziehen und haben für euch deshalb zahlreiche Guides und Artikel auf unserer Seite bereitgestellt. Ihr braucht Einstiegstipps, wollt alle Vor- und Nachteile der Klassen wissen oder braucht allgemeine Tipps für das gefährliche Leben im Weltraum, auf www.ingame.de werden all eure Fragen beantwortet. Wow, stop it, das war entschieden zu viel für einen Tag. Bekanntlich erscheint Super Smash Bros. 3DS bereits in wenigen Wochen und der Hype Train hat Fans auf der ganzen Welt nun endgültig überrollt. Findige oder fiese, je nach Sichtweise, Japaner haben es bereits geschafft, sich in den Besitz von einigen Kopien des kommenden Prügelspiel-Spektakels zu bringen und veröffentlichten seitdem jede Menge Videomaterial und neue Infos. So kam es, dass wir uns diese Woche nicht über ein, auch nicht über zwei, sondern gleich über fucking 11 versteckte Charaktere freuen durften. Hier die kurze Zusammenfassung. Wieder dabei Dr. Mario, Wario, Falco, Ness, Mr. Game & Watch, Ganondorf, Rob und Pummeluff. Erstmals im Ring Bowser Jr., Dark Pit und der Hund aus Duck Hunt. Damit steigt das Character-Line-Up je nach Zählweise auf 47 bis 49 Kämpfer. What the fuck? Bleibt zu hoffen, dass sich hinter den genialen, legendären Helden nicht nur Klone der bereits zuvor bekannten Charaktere verstecken. Ach, und falls ihr eine Antwort auf diese Frage wollt, solltet ihr morgen auf ingame.de vorbeischauen, denn wir zocken noch die ganze Nacht fleißig Smash Bros. Für euch und haben eine Vorschau für euch vorbereitet. Still und heimlich hat Capcom letzte Woche einen kleinen Live-Action-Teaser zu Resident Evil Revelations 2 veröffentlicht. Fans und Handheld-Liebhaber werden sich sicher erinnern. 2012 erschien der erste Ableger für den Nintendo 3DS. Ein Jahr später wurde der Titel noch einmal aufgepeppt und für Konsolen veröffentlicht. Scheinbar rechtfertigten die Verkäufer also einen Nachfolger, der wie The Walking Dead in Episoden veröffentlicht wird. 4 Folgen werden es an der Zahl sein. Wer keine Lust auf fiese Cliffhanger mit anschließender Wartezeit hat, kann sich das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt als Vollversion im Handel kaufen oder in den jeweiligen Stores herunterladen. Anfang 2015 wird das Spiel für alle gängigen Plattformen erscheinen. Ein neuer Trailer zeigt erstmals echtes Videospielmaterial und gewährt uns schon einmal einen Eindruck vom Setting des Spiels. Nachdem Claire Redfield und Moira Burton, Tochter von Barry Burton, auf einer Firmenparty angegriffen werden, landen sie in einem Gefängnis voller virenbefallener Häftlinge. Ich schwöre euch, Capcom, wenn Moira Burton auch noch im geringsten wie Ashley Graham aus Resident Evil 4 wird, dann, Alter, Faust. Aber was meint ihr, könnt ihr über eine wehrlose Begleiterin hinwegsehen oder habt ihr der Reihe schon lange den Rücken gekehrt? Eure Meinung in die Kommentare. Batman Arkham Knight sollte ja eigentlich schon nächsten Monat erscheinen, aber wie das bei Publishern manchmal so ist, hat man sich für einen späteren Termin entschieden. 2015 soll der Dunkle Ritter wieder in Aktion treten und Scarecrow und seiner Gaunerbande das Fürchten zu lernen. Nun meldeten sich die Verantwortlichen wieder zu Wort und verkündeten endlich einen genauen Termin. Am 2. Juni 2015 soll das Spiel laut der Frau und Herrschaften von Rocksteady endlich auf den Markt kommen. Als kleine Entschädigung für die Wartezeit dürfen sich Fans immerhin auf 2 Sammler-Editionen freuen. Während die Limited Edition unter anderem mit einer dicken Batman-Statue daherkommt, werden Käufer der Batmobile Edition mit Batmans fahrbarem Untersatz beschenkt. Nett, nett. Wir sind jedenfalls gespannt, ob der neue Titel nicht nur gut aussieht, sondern auch seinen eher mäßig unterhaltsamen Vorgänger in die Tasche stecken kann. Aber wie sieht das bei euch aus? Holt ihr euch die Sammler-Edition? Jedes Jahr treffen sich auf der Tokyo Game Show Publisher und Entwickler, um ihre neuesten spielerischen Errungenschaften vorzustellen. Als Fan japanischer Spiele freue auch ich mich jedes Mal über neue Trailer und Teaser. Zum Beispiel gab es Neues zu meiner Lieblingsrollenspielerei Persona und auch Ys-Begeisterte durften sich über neue bewegte Bilder zum nächsten Ableger freuen. Um auf ein bevorstehendes Event aufmerksam zu machen, hat Metal Gear-Schöpfer Hideo Kojima gestern einen Teaser zum nächsten Schleichableger The Phantom Pain rausgehauen. Darin zu sehen, Geheimagentin und Sniper-Expertin Quiet. Die macht im Video ihrem Namen alle Ehre und zeigt neben ihren Schleichkünsten auch ihre Spezialfähigkeit. Die Gute kann sich nämlich unsichtbar machen. Doch gerade als es spannend wurde, hörte der Teaser auch schon auf. Aber keine Sorge, das gezeigte Material war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch auf uns zukommt, denn Metal Gear Solid The Phantom Pain wird auf der diesjährigen TGS mit einer fetten Präsentation vertreten sein. Kommentare. Das sind meine Lieblinge. Ein Mega Brutalanda, Mega Electek, Mega Kikli, Mega Lugia, Mega Ho-Oh, Mega Kabuterimon. Hey, stimmt, da sind wirklich einige gute. Und Mega Tengole. Ja, auch nicht schlecht. Vor allem die. Ach ja, und Mega Kortel und Mega Shadrago. Ja,
Die wären auch echt cool. Und zu guter Letzt Mega Zekrom und Kyurem in Zekrom-Form. Ups, verschrieben. Jetzt halt endlich deine Fresse, bevor ich... Aber irgendwie erinnert mich das ganze Getue um die Mega-Entwicklung an Digimon. Wie heißt in Mexiko die Xbox One? Xbox Juan. In Mexiko, wir leben nicht nur Doritos und Taco Bell. Ich hab voll gespuckt. In Mexiko, wir leben nicht nur Taco Bell und Doritos. Auch Videospiele sind unsere Leidenschaft. Deshalb, wir haben, liebe Consoleros, eine eigene Gerät entwickelt, die alle andere in die Schatten stellt. Dürfen wir vorstellen, Xbox One, alle! Aber auch unsere Line-Up kann sich sehen lassen. Matteo, was haben wir für die Leute an Start? Call of Con Carne, eine Bombe aus Fleisch mit Bohnenshooter, in dem sich eine tapfere Truppe Marines mit Gewalt gegen überhöhte Chili-Steuer und die Rindfleischmafia zur Wehr setzt. Ponchomon, ein original mexikanisches Rollenspiel, in dem ihr die Rolle eines jungen Matadores schlupft, der sich zur Aufgabe gemacht hat, 151 Poncho-tragende Monster einzufangen. Und nicht zu vergessen, die Highlight, Tequila Within, ein packendes Survival-Trinkspiel, in dem ihr euch mit den Folgen einer durchzechten Fiesta auseinandersetzen müsst. Du willst es doch auch? Lo quiero, Xbox Juan! Wie? Ihr habt nur 8000 Abonnenten? Ist nicht dein Ernst, oder? Ja, das ist echt schade, denn ich finde, wir haben viel mehr! Cliff, was ist denn bei dir kaputt? Wir haben nur 8000 Abonnenten! Ich finde das voll zum Kotzen! Ach, das wird schon. Kein Grund, hier so rumzubrüllen. Wer brüllt denn hier? Und jetzt mal zu euch, ihr kleinen Vollpfosten! Ihr abonniert sofort unseren Kanal und schickt das Video an all eure verdammten